Hallihallo, herzlich willkommen zu unserer neuen YouTube-Serie auf Storm Gaming, die da heißt From Zero to Hero. Ihr werdet es wahrscheinlich wissen, wie es heißt, weil ihr habt draufgeklickt. Yes. Und in diesen Videos geht es darum, wie ihr in LOL besser werdet. Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Der Sven ist hier der Trainer, der die Tipps gibt. Und ich bin hier quasi der Anfänger, von dem ihr die Fehler seht, die hoffentlich weniger werden mit der Zeit. Das kriegen wir schon hin. Gut, für das erste Video haben wir uns für Garen entschieden. Zum einen, weil Garen könnt ihr gratis bekommen unter dem Link in der Videobeschreibung unten. Mit diesem schönen Skin, den ich da habe. Und zum anderen ist Garen jetzt nicht gerade das schwerste Ding, was es gibt. Ja, nennen wir das Kind beim Namen, der ist halt einfach zu spielen. Er hat sehr einfache Mechaniken, es ist sehr deutlich, was er macht. Der will halt rein, will aushalten, will ein bisschen drehen und wieder gehen. Der ist ein Dreidel. Ja, ist halt Mr. Spin to Win. Und da haben wir Lee Sin. Ja, direkt drauf da auf den. Schön, der kann direkt wieder gehen. Cool, der Lee Sin ist nett, der hat sich durch die ganzen, der hat sich durch seine Pots gefressen schon. Das ist ganz nett. Hätte einfach porten können. Okay, die war jetzt doch nicht im Dschungel. Wahrscheinlich, weil er Lee Sin geweint hat, weil er alleine oben ist. Wenn er dich damit trifft, kann er zu dir hinspringen. Die war. Nee, der Lee Sin. Ach, das war Lee Sin. Schießt so ein Ding, wenn er dich damit trifft. Du kriegst das dann auch über den Kopf angezeigt. Dann kann der dich halt umbringen. Okay. Ah, was heißt umbringen? Der springt dich dann halt an. Ja, ich glaube nicht, dass der mich so schnell umbringen kann. Jetzt. Nein, auf keinen Fall. Ah, ich bin Garen, Mann. Schön. Erstes Blut in unserem Team, das freut mich immer. Da braucht man eigentlich nicht viel machen. Also. Achso, ich habe schon wieder vergessen, diese verkackten Freeward mitzunehmen. Das kannst du jetzt auch noch vergessen, meinetwegen. Aber sobald das anfängt, dass die Jungler haben. Wäre halt ganz schön, wenn du den dabei hättest. Naja. Man muss merken, ich habe LOL irgendwann mal gespielt, das ist Ewigkeiten her. Für mich sind hier viele Sachen neu. Der Lee Sin, der chillt da ein bisschen an der Seite. Ja. Und die Vi tankt ein bisschen die Minions. Das finde ich gut. das finde ich, und haut sich im Pot rein. Zack. Jetzt nochmal kurz den Schlitz. Ach, darum meintest du die E ausgehen für solche Sachen. Ja. Ist halt Schadenspotenzial. So, wie sollte man mit Garen am besten skillen? Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Kommt eigentlich drauf an. Also ich skill eigentlich immer das E hoch, weil das halt vom Schadenspotenzial her am höchsten ist. Danach muss man sich entscheiden. Entweder man nimmt das Q für mehr Schaden und weniger Cooldown für den Speedboost. Oder man nimmt das W für weniger Schaden, beziehungsweise hält das W ja dann länger. So wie es jetzt läuft, dass die uns ja nicht sehr viel angreifen, würde ich eher das Q dann nehmen nach dem E. Aber das kann sich ja theoretisch noch ändern. Eigentlich könnt, ja, wenn die Y, die könnten wir eigentlich anspringen. Okay. Na. Ah. Schade. In Lee Sin Tower diven wir gleich. Wenn die Minions da sind, ne? Ja. So. Eins, zwei, drauf. Kill Steal. Ja, kein Problem. Tower Dive mit Aatrox ist halt relativ einfach. Meine Passive belebt mich ja wieder. Das ist wahr, ja. Ich mag ja diesen Aatrox. Aatrox ist super. Oh, wir sollten einen Abflug machen. Ach, da kommt was. Mhm. Machen, in Delhi sehen. Pff. Gefragt. Oh, da kommt er. Oh, boah. Nee, der ist nicht drin gewesen. Ach, scheiße. Verdammt. Ist jetzt was fürs Fail-Video gewesen, weil ich hasse, wenn... Ich weiß nicht, ob man Smurf ist, eher nicht. Aber wenn mir sowas passiert, ich hasse das. Wirklich? Könnte ich kotzen. Du willst dann in den verfickten... Oh. In den scheiß Busch worden und triffst es nicht. So Millimeter davor und. Ja,
weil der Buschbär bewegt sich auch, das ist ausgewichen. Ja, genau. Er ist einen Schritt da hinten so, ich will das nicht. Ich will nicht verunreinigt werden. Oh ja, Lee Sin. Oh, Rückenmassage, danke. Sehr nett. Oh, Lee Sin, gib's mir. Kann man den töten? Ja, sicher. Ja, okay. Oh. Oh. Hast du dein B nicht gedrückt? Nein. Ich habe ihn nämlich auch noch. Das wäre auch was fürs Fail-Video, siehst. Ja, Thomas. Ja. Gut, damit hätte ich rechnen müssen. Aber wir sind ja hier Anfänger, ja, Anfängerfehler, Kollege. Ja, dein W macht halt, dass du weniger Schaden kriegst, ne? Mein W verhindert, dass ich sterbe oder so schnell sterbe. Jetzt liegen wir beide da. Ja, du kriegst halt weniger Schaden. Dadurch kriege ich den letzten Tower Shot nicht und naja. Also willst du mir jetzt die Schuld geben, dass du gestorben bist? Ich will dir nicht die Schuld geben, weil die hast du ja. Brauch ja nichts zu sagen. Hätte ich Flash gehabt, hätte ich ja rausflashen können, aber auf Level 5 ist das leider noch nicht möglich. Ja, ja. Wenn ich nicht, hätte ich nicht, hätte ich nicht. Egal. Man muss auch mal zeigen, wie man es nicht macht, ne? Das ist ja alles geplant. Ja, wie man es nicht macht, so zeige ich es ja die ganze Zeit. Eben. Ich wollte mich auch mal ein bisschen in dem Licht sonnen. Du willst dich auch ein bisschen mit Ruhm bekleckern hier. Oh. Haben sie dir denn ins Gesicht gekackt? Nett. Ah ja, Garen's Ulti ist so eine Killstil-Ulti, ne? Auf die sind wir nicht eingegangen. Ja, das ist keine Killstil-Ulti, das ist eine Kill-Secure-Ulti. Ja, du sicherst den Kill, du klaust ihn ja nicht. Ich glaube, sie wird mehr zum KS verwendet. Garen ist eigentlich auf der 1 gegen 1 Lane, das heißt, kannst du ja nicht selber einen Kill klauen. Achso, du meinst, weil auf der Top ist normalerweise der Jungler dann? Richtig. Ja. Eigentlich bist du Solo-Laner und dann ist das keine Killstil-Ulti. Ich verstehe. Überhaupt dieses ganze Konstrukt des Killstils ist halt nicht so meine Welt. Ja, ich finde das auch lächerlich. Natürlich ist es, wenn der Support, da werden wir später nochmal irgendwann eine Folge drehen, wo wir Support und AD Carry spielen. Natürlich ist es dann nicht so schön, wenn der Support die ganzen Kills nimmt, die er auch dem Carry lassen kann. Das ist relativ logisch, weil es ist natürlich schön, wenn dein Carry stark wird. Besser als wenn der Support stark ist. Okay. Da kann ich dann verstehen, wenn man dann nach dem fünften Kill, den der Support absichtlich mitnimmt, dass man dann sagt, okay, hör mal. Wäre vielleicht ganz schön, wenn ich auch mal einen kriege. Ja, aber ansonsten. Du gehst in die Mitte ganken? Ja, jo. War die im Jungle? Ich hab keine Ahnung, wo sie war. Könnte sein, dass sie im Dschungel war. Ach, das ist Level 5, war die AFK. Auch das ist möglich. Mich hat der Name jetzt verwirrt. Level 10 Beedhof, oder wie der heißt. Jetzt dachte ich, was? Level 10? Ich bin Level 8. Beste 5, 6. Kann ich die umnieten? Ja. Gut gemacht. Nee, danke. Was geht denn da? Geht da was? Geht da was? Ich sag, die sollen pushen, damit wir die diven. Ich habe meine Passive ab. Ich komm von hinten. Oh. Also können schon. Na, wir warten, bis die Creeps da sind. Okay, Thomas, dann holen wir uns die mal. Ich musste nicht mal meine Passive poppen lassen. Nice. Sehr schön, Thomas. Sah gut aus. Schon, ne? Gut reingegangen. Begeistert von mir. Na, es ist halt wichtig, dass du halt auch ein bisschen die Balls hast, mir zu folgen. Ja, früher wäre das gar nicht gegangen. Ja. Als nächstes Item, die Ari macht am meisten Schaden. Holst du dir bitte die Geistessicht, das hatten wir gestern nochmal gesagt, wie es heißt. Ja. Ja. Oh, es wird die Top-Lane eingerissen.
Geistessicht. Die baue ich mir nämlich jetzt auch, die ist cool. Das macht deine Passive, glaube ich, sogar ein bisschen stärker. Das weiß ich nicht. Ja, doch, doch auch Health Dragon. Du kriegst halt, du wirst halt mehr geheilt. Help mit. Ich sehe nur einer. Hat trotzdem gut gemacht, Ellie. Kann ihn lassen. Mitte, das sind zwei jetzt. Die, ja. Ari und die Vi. Ja, Dingens geht schon helfen. Ich helfe aber auch. Push du mal ein bisschen top noch. Ja, ich glaube nicht, dass er mich braucht. Ich hole mir da ein bisschen Gold. Wir brauchen dich halt später. Du musst halt tanky werden. Das geht schon mit dem tanky werden. Ja, das ist halt das einzig Wichtige. Mehr brauchen wir. Also das ist auch wichtig, wenn du Schaden machst, aber du hast den Black Cleaver ja schon, also das schwarze Beil. Damit hilfst du uns, also mir, der und der Jinx hilfst du damit schon extrem, wenn du damit durch den Teamfight wirbelst, weil du damit halt die Rüstung schredderst von dem Gegner. Ja. Oh, du hast Ulti, kannst den umbringen. Ja. Ich warte nur, dass er... Ah, Gott. Ja, aber nicht auf Biegen und Brechen. Geh einfach in den Busch und warte. Oh! Lauf! Lauf! Bin schon weg. Mach noch einen Meter. Ja, okay. Hast du Glück gehabt, dass der nicht mehr in Range war zum Nachsprengen, sonst wärst du tot. Das macht halt auch mehr Schaden, je lower du bist. Quasi wie deine Ulti, ungefähr so funktioniert das. So. Ah, die Ari. Du wirst gebuttsext. Oh! Oh! Laufen! Laufen, laufen! Und immer wenn du kannst, Q drücken, gibt dir halt einen Speedboost. Ja. Sehr schön. Durch. Sehr gut. Gut, good job. Hast du Heal noch drücken müssen? Bitte? Hast du auch Heal genutzt? Ja, sind beide auf Cooldown jetzt. Ah, hast beide benutzt, okay. Ja. Alles richtig gemacht. So, die Geistessicht wollen wir. Wie gesagt, kannst du auch oben einfach eingeben. Ja, ich bin hier schon am Bauen. Ich habe nur dazwischen Tränke gekauft. Ich habe die nämlich jetzt auch fertig. Ist halt auch für meine Passive von Aatrox cool, weil... Du wirst ja immer mit einem bestimmten HP-Satz wiederbelebt. Oh, jetzt haben sie aufgegeben. Oh. Siehst du? Das ging ja relativ schnell. Haben wir gut dominiert. Ja. Schon. Ich glaube, die Vi war zwischendurch auch irgendwie AFK oder so. Ja. Oh, schon schön, ne? Jetzt Stufe 6, super. Ja, das war jetzt das erste Video unserer Serie, wie man LoL spielt. Also auch, wie es heißt, From Zero to Hero. Yo. Wir hoffen, dass es gefällt. Sind natürlich offen für konstruktive Kritik, bitte. Ja, konstruktiv in den Kommentaren. Und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Jo, bis dann.